Pünktlich zum Saisonstart am 1. April bildeten sich an den Zufahrten zu den Campingplätzen in Hoogseel und Hurromasee-Scheeling bereits an den frühen Morgenstunden lange Schlangen. Die Dauercamper aus ganz Deutschland haben ihre Winterpause beendet und sind nun an ihre Stellplätze auf den Anlagen zurückgekehrt. Hier werden wieder Menschen zu Nachbarn, die sonst viele Kilometer trennen. Das gilt auch für Joachim Grote, Thomas Schumacher und Bertram Gasthoff-Koppmann, die aus Quartenbrück und Umgebung stammen und seit vielen Jahren den Sommer an der Nordsee verbringen. Wir helfen uns hier gegenseitig beim Aufbauen, erzählt Grote, während er Thomas Schumacher samt Auto und Wohnwagen einweist. 860 Plätze für Dauercamper bietet die Anlage.